Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mark Echo Scanning Up Contents Under Pressure auf dem Kanal. Ich bin der Stop 2K und ich begrüße euch zu Kapitel 4 der Ghost Yard Double Times Up. Yard Eingang, auf geht's. Nur drei Missionen in diesem Kapitel. Was ist denn hier los? Blackbook wollen wir nicht vorbereiten, wir bekommen ja eh neue Tags, neue Designs. Von daher lass krachen. Klingt, als ob wir Babys umbringen. Seine Gesetze einfach nicht respektieren können. Verdammt, du dummer Wichser. Warum hast du uns verraten? Ich hab dir doch gesagt, niemand mitzubringen. Ey, was soll der Stress? Du hast gesagt, das wäre okay. Ey, locker, Train, entspann dich. Das ist mein Kollege, White Mike. Der hat mir schon so auf den Arsch gerettet, ich kann's gar nicht mal zählen. Wo der Bruder hinlangt, wächst kein Gras mehr. Ach was, du willst bei uns einsteigen? Let's roll. Still free crew. Letztes haben wir uns noch mit dem gekocht. White Homies sind auch meine Homies, verstehst du? Wer sich mit der Still Free Crew anlegt, da kriegt das mit White Mike zu tun. Los, Mike, gehen wir Dosen racken. Bis später, Train. Letztens haben wir uns noch mit White Mike geprügelt und jetzt ist auf einmal unsere Crew einfach so. Hat auch was nichts dagegen. Los, Alter? Ich sehe deinen Namen überall. Du hast Stress mit Gabe, hm? SFC, stimmt? Jetzt hast du also eine Crew. Das meinst du doch nicht ernst. Ich mein's ernst. Siehst du nicht, was in dieser Stadt abgeht? Die nehmen uns weiter als Ausrede, um die Rechte der Bürger einzuschränken. Ja, okay, Mr. Illuminati. Hey, willst du die CCK mal richtig nervös machen? Ich hör zu. Der Bürgermeister hat diesen neuen silbernen Wagen eingekauft, die Graffiti sicher sein sollen. Weißt du, wollen wir ihm mal zeigen, was das für ein Schwachsinn ist, oder? Tja, wir haben ja da auch im Fernseher eben diese neuen CCK Silver Guards gesehen. Ich glaube, das sind jetzt nette, angenehme Gegner, die uns jetzt des Öfteren begegnen werden. Ich freue mich. Scheiße, nicht schon wieder, Mann. Gabe macht mich fertig mit diesen Schablonen. Was ist das hier? Was ist das für ein Dreck? Das ist doch kein Graffiti. Warum nicht? Das ist doch Kunstgalerie-Scheiße. Du musst immer locker bleiben, Digga. Vergiss beim Sprühen das Lesen nicht. Lesen? Okay, jeder für sich. Bis dann. Ey, warte! Tja, dieser Lieferwagen wird unser nächstes Ziel. Und diese Plakatwand und dieser Lieferwagen, das ist deine Show. Ja, wir drehen erstmal um. Jeder Gamer kennt das. Zack, Goldman Tenner Sprühdose. Eine Sprühdose. Und hier ist eine Freeform-Herausforderung. Aber ich glaube, von diesen Dingern sind hier noch mehr. Die müssen wir dann bestimmt wieder alle im Zeitlimit hintereinander weg besprühen. Von daher machen wir das zum Schluss, wenn wir davon aufgeräumt haben. Und ihr habt es ja schon gesehen, wir haben in der Hand jetzt, wir können jetzt hier Posters an die Wand kleben. Und was hatten wir dann noch? Auch unsere großen Farbroller hier. Mit denen können wir aber, glaube ich, nur auf Graffitis gehen, oder? Ja, dann nimmt er automatisch wieder die Poster. Okay. Hiermit können wir nur bestimmte Flächen mitmachen und diese Poster können wir jetzt eben überall kleben. So. Da von denen werden wir bestimmt auch alles so mal jetzt hier was sehen, von den ganzen Dingern. Gibt's wieder ein Subway, hahaha. Ach man, sollte doch ein Stealth-Kill werden. So. Dann eben nicht, dann machen wir die hier mal so fertig. Oder auch nicht. Aua, aua, hey, rast doch mal nicht aus, du bist doch nur ein scheiß normaler Gegner hier. Klatsch. Und du legst hier mal das Ding weg. Das möchte ich mir nämlich mal nehmen. So. Klatsch. Aua, aua. Klatsch. Ist das... Ach, Mann. Ist aber auch nicht immer unbedingt angenehm, das Kämpfen hier in diesem Spiel. Also im Sinne von einfach mal locker, leicht hier durchlaufen oder so. Sondern hier kriegt man schon ganz schön aufs Maul. Zack. Oh, rast halt aus. Lass mal das Ding hier liegen. Das möchte ich mir gerne nehmen. So, du hältst mal deine Schnauzen hier.
So, erstmal wenigstens our ein Brut hier ausschalten. Jo, alle drei gleichzeitig, genau. Ich brauche erstmal ein bisschen Leben. Warte mal kurz. Zack. Noch eine Waffe. Oh yeah. Zack. So, du gehst auf den Boden, du gehst K.O. Jetzt bist nur noch du da, eh? Zack. Wie die ja manchmal fliegen, meine Güte. Und... tschüss. Echt mal, leck mich. So, haben wir erstmal Ruhe hier im Karton. Da oben haben wir bestimmt noch einen. Das Leben, wir müssen da hoch, das Leben. Wir müssen da hoch. Wie kommen wir hier hoch? Kann man hier mit einem Walljump hoch? Man kann da mit einem Walljump hoch. Aber wie kommt man jetzt hier weiter? Ich weiß es nicht. Kann man hier nochmal einen Walljump machen? Hm, nicht schon. Ach, da ist ein Rohr. Okay. Komme ich da jetzt aber auch zu der Lebenstasche dahin? Ich möchte mehr Leben. Das wäre nämlich ganz exquisit hier. Ja, hier kommt man runter. Wunderbar, Gesundheitsbalken vergrößert. Jetzt muss 1, 2, 3, 4, genau. Wir sind jetzt bei 6. Also das speichert es auch. So. Machen wir gleich noch das Bonus-Graffiti hier mit seinen ganzen Vandals. Was hat er da geschrieben? Very average. Nearly retarded. Okay. Auch eine schöne Abkürzung von Werner. Gut, haben wir hier noch ein Graffiti. Haben wir auch noch ein Graffiti. Ich glaube, das mit dem Schulbus da, das ist jetzt eins unserer Standard-Graffitis. Genauso wie dieses exquisit pinke hier. So. Stimmt, wir haben ja hier jetzt noch diese Herausforderung. Bestimmt... hänge 4 Poster an den anderen Posterflächen auf, genau. Hier waren 2. Nicht hier. Doch. So. Zack. Dann hier noch eins. Zack. Und hier hinten war das letzte. Ganz easy, ohne Probleme. Ich glaube, wir hätten vielleicht gleich da oben weitergehen sollen. Da kommen wir bestimmt zu dieser Plakatwand da hoch, wo wir noch hin müssen. So, hier geht's noch rein, sehe ich gerade. Ein Legendenfoto erwartet uns hier. Kapiert. Alle Graffiti-Legenden. Legenden wurden fotografiert. Es handelt sich hier um Ys. Okay. Hier haben wir auch noch ein Graffiti. Sieht nach... ach nee, das ist ein Arbeiter. Kein CC-Cable, oder? So, hier drüben noch etwas. In der Mitte vielleicht noch. Okay, wollte schon gerade fragen, wo will er denn noch was hinhaben? Gut, hinter den Dip machen wir wieder seinen Shit dahinter, wie schon im letzten Level beim Endboss. Im Gelbs Versteck. So. Ich glaube, hier gibt es wieder eine Menge Graffitis. Ja, hier ist auch noch eins. Nur keine Eile, das muss gut werden. Auch nochmal ein neues hier. Kunderbund. Und wo kommen wir denn hier lang? Geht's hier schon weiter? Ich muss erst, okay, hier geht's weiter ins nächsten Bereich, sagen wir so. Ach, hier sind wir bei den anderen Hauptgraffitis und da haben wir nochmal Freeform. Gut, dann sind wir hier schon zu früh. Ich würde sagen, wir machen erstmal vorn fertig, bevor wir hier weitermachen. So, wieder zurück. Haben wir hier zufällig noch ein Graffiti an der Wand? Nee. Hier auch nicht? Nee. Gut. Na komm. Nein. Gut. Power Train. Fein. Hier haben wir... das war ein Bonus, ne? Genau, Hauptgraffiti hatten wir hier, den Lieferwagen und das Plakat oben. So. Guck mal, die Tür nicht einfach auf. Sieht nicht so aus, okay. Okay, da war wahrscheinlich gerade ein Graffiti zu groß, weil das rot angezeigt war.
Ah, gibt's ja viele Bonus-Graffitis. Ich hoffe mal, ich sterbe nicht in diesem Level, sodass man das dann alles nochmal machen müsste. Aber ich denke, das würde ich dann, falls es so kommen sollte, dann wieder off-cam nachholen. Bewege die Farbrolle hoch und runter, links und rechts, um die ganze Wand abzudecken. Ist klar. So. Auch toll, wie Train immer mit einer Dose oder hier einer Farbrolle verschiedene Farben malen kann. Klasse Typ, also solche Werkzeuge hätte ich dann auch gern. Aber ja, die Roller, die sind ganz easy zu machen. Da kann man eigentlich auch nicht klecksen. Man geht einfach nur nach links durch, hält die Taste gedrückt fürs Grobe. Und da kann man eigentlich nicht was verkehrt machen. Da kann man nicht klecksen. Man hält es einfach gedrückt und geht von links nach rechts. Man ist gerade so schnell, dass man da keine Flecken macht. Seitdem man bleibt ein bisschen lange hier drüben. Aber sonst ist das hier geschenkt quasi. Geht auch schnell. Das Zeitlimit ist hier mehr als großzügig bei solchen Dingern. So, wunderbar. Jetzt müssen wir noch da hoch. Dafür dürfen wir bestimmt erst hier wieder die Wand hochklettern. Wo wir schon oben waren. Da hinten waren wir schon. Da hatten wir die eine Spraydose gefunden. Hier ist auch nichts mehr. Okay. Dann ab nach unten. Ach, jetzt, hier ist sie ja schon, die Wand. Ich dachte, es wäre noch höher gewesen. So, hier müssen wir hoch. Da kommen wir nicht drüber über den Zaun sonst. Protecting our kids. For... was? For a better tomorrow. Und wir hinterlassen jetzt hier unsere Botschaft. Don't ask, don't tell. Ja. Die... doch, durchaus korrupte Regierung hier spielt uns dann doch nur was vor. So, ab nach unten. Nach unten habe ich gesagt. Was kletterst du da hoch? Meine Güte. So, gibt es hier zufällig noch was? Kann man hier durch? Nee. Dann können wir jetzt in den hinteren Part dieses Abteils hier gehen. Wir sind auch schon bald mit dem Level hier wieder durch. Ich würde sagen, das könnte man sogar noch in diesem Part machen. Das ist zwar, in Anführungszeichen, zwar schon bei 12 Minuten, aber egal. Wir haben es doch. So. Ach, ich finde diesen Farbroller finde ich ganz angenehm. Das ist schön, nicht stressig, kann man schön gemütlich hier seine Taten vollbringen. Es ist 18.34 Uhr. Oh, vor 4 Minuten kam die erste Folge von Mark Eggers Getting Up heraus. Ja, ich nehme heute am Veröffentlichungstag des Let's Plays auf. So, haben wir hier noch was? Ne, hier haben wir noch mal ein iPod-Song. Sehr schön. Ich glaube, hier an dem Goldturm war noch eine Freeform-Herausforderung. Und dann müssen wir noch da hoch. Genau. Und ich glaube, das war's dann auch, wenn ich mir so die Leiste, die Levelleiste angucke. So, 10-mal das Rolltor-Ticken. Tja, heute kam Folge 1 vor 5 Minuten. Ich bin gerade bei Folge, lasst mich lügen, 13. Ich glaube, wenn ihr einen Titel guckt, dann wisst ihr das ja. Ich habe mir jetzt ein bisschen, ja, ich wollte mir eigentlich ein bisschen länger Ruhezeit gönnen. So ein, zwei Wochen vielleicht, wo dann kein Projekt kommt. Ich denke mal, eine knappe Woche war es, ja. Ich habe an einem, nee, nicht mal. Zwei, drei Tage oder so kam jetzt kein Projekt von mir und es geht jetzt wieder mit Getting Up weiter. Also ich habe mich nicht an mein Versprechen an mich selbst gehalten und mir eine kleine Pause gegönnt, sondern mache hier gleich weiter für euch, weil mich das Spiel einfach, ja, weil ich einfach mal wieder zocken möchte, weil ich nach all diesen Jahren, ich habe das damals mega gern gespielt, manche Missionen einfach aus Spaß mehrmals gespielt und ich wollte es einfach nach zig Jahren nochmal erleben. I eat shit. Und da kommen unsere tollen CCK Silver Guards, wie es aussieht. Wie nett. Ich freue mich. Wow, jetzt wird's heiß. Oh ja. Guck, guck. Ach, da kommen jetzt gleich noch. Wow. Ach, ich muss da vorne auch noch genau bei denen, den ihren Transporter tacken. Ist klar. Und wir hängen uns erstmal an der Lampe da lang. So, dann müssen wir uns
Ja, genau, mit Elektroschockern, ist klar. Zack, fickt euch. Kommt ihr doch bestimmt eh nicht hinterher. Kommt ihr hier hinterher? Ne, sehr schön. Haben wir uns die zumindest... Ah, die kloppen sich da draußen auch mit den Cops, die Vandals. Vielleicht können wir uns da ein bisschen durchsneaken. Schauen wir mal. Stand ja, lass dich nicht erwischen. Uah. Ach, wieso macht denn der nicht das Stealth-Ding? Ach, Menno. Irgendwie, ich drück doch beide Tasten gleichzeitig. Ah, das sind hier die normalen Cops. Die gehen ja noch, solange es nicht die mit ihren Gewehren sind. Klatsch. Gibt's hier, aua. Gibt's hier vielleicht noch irgendwo... Da vorne ist was zum Schlagen. Aua. Mann. Braucht aber auch immer eine halbe Ewigkeit zum Aufstehen. Und in der Zeit kriegt man schon wieder einen Porn auf die Fresse, ey. Ich glaube, ich tanze mich hier wieder durch. So. Aua. Klatsch. Das macht wenigstens schön ordentlich Damage hier. So. Konnte ich euch nicht auch packen? Genau. Dein Kumpel guckt dir hier schön zu, wie du vermöbelt wirst. So. Klatsch. Mal gucken, ob der eine CCK-Polizist da hinten, der sich mit dem Mantle of New Radius gekloppt hat, der uns dann auch noch begrüßt. Ich schätze mal, der dürfte den bestimmt zum Locker fertig machen. Ah, die sind irgendwie weg. Okay. Und dann hinterlassen wir unsere Spuren gleich noch hier auf dem Transporter. Sehr schön. Gleich mal ein Zeichen zu setzen der CCK gegenüber. Ziel erfüllt. Sehr schön. Finde einen Weg von der Rückseite des Landes zum Ghost Yard. Ja, schnappt mich ruhig. Da ist er doch. Und weg. Ja, werft mir dein Zeug. Tschüss. Ich wünsche dir noch viel Spaß. Zack. Jetzt wird es bestimmt nicht schnell genug gehen, oder? Ja, doch, er guckt zu. Er guckt zu, wie ich hier entkomme. Sehr schön. Ciao. Mach's gut. War schön mit dir. Und das war's. Tritt ins Gesicht, Beleidigung und... Dom als Beatdown-Charakter freigespielt, unseren lustigen Fleischer hier. Das Spiel wird gespeichert. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge vom Inneren des Ghost Yards wieder. Bis dann.